dann werden wir an ihn glauben. Er hat Gott vertraut, nun soll Gott zeigen, dass er zu ihm steht, indem er ihn verschont. Er hatte ja behauptet, ich bin der Sohn Gottes. Und auch die Verbrecher, die mit ihm gekreuzt waren, waren verhöhnten ihm. Um die Mittagszeit wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel, bis 3 Uhr. Gegen 3 Uhr rief Jesus mit lauter Stimme, Eli, Eli, Lama, Asabatani. Das bedeutet, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also Jesus stirbt, er wird verhöhnt und er betet dieses Gebet, das wir so gut kennen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum ist Jesus verlassen? Auf der einen Seite trägt er die komplette Sünde der Menschheit und Sünde trennt immer. Ich mache dir ein Beispiel. Das fängt bei Freundschaften oder Partnerschaft an, wenn du innerlich in dir Sünde hast, das heißt nicht aus Liebe gehandelt hast, dann trennt dich das. Du kannst ganz nah gegenüber sitzen an einem Tisch, aber innerlich Lichtjahre entfernt sein. Du kannst sogar im gleichen Ehebett liegen und du kannst versuchen, es maximal auszunutzen, je nachdem, wie breit dein Ehebett ist, 1,40 oder 1,60, kommst du eben weiter weg, wenn du den Rücken wegdrehst als sonst. Ja? Aber du kommst irgendwie nicht weiter weg, würdest du am liebsten woanders schlafen, aber du bist innerlich ganz weit weg. Ganze Familien können zerrissen sein, obwohl sie im gleichen Haus wohnen und nah sind. Sünde trennt immer. Und deswegen erlebt Jesus diese vollkommene Trennung von Gott, indem er die Sünde von dir und von mir auf sich nimmt. Das Zweite ist, was Jesus hier macht, wenn er sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er ist, als jüdischer Rabbi zitiert er hier einen Vers, und zwar aus Psalm 22, den ersten Einleitungsvers. Und der Kontext ist immer wichtig. Ich habe den lustigen Spruch mitgebracht. Ja, ist ein bisschen ironisch. I can do all things through a verse taken out of context. Also manche Christen tun so, als können einfach eine Bibelstelle nehmen, den Kontext vergessen, sie proklamieren und Gott hat es zu tun, was da geschrieben steht. So goes it not too. Also der Kontext ist wichtig. Das heißt, wenn Jesus jetzt den ersten Satz vom Psalm 22 zitiert, war damals vollkommen logisch, dass ein Rabbi, wenn er eine Predigt hält, hatte er kein Multimedia, wo er was einblenden konnte. Er hatte keine Liederbücher, die er austeilen konnte. Er hatte nicht mal die Bibel, die er austeilen konnte. Es gab nur die Schriftrolle in der Synagoge. Das heißt, wenn er gepreacht hat, irgendwo hatte ein Startvers zitiert und sagt, jetzt predige ich über die kompletten Psalm 22. Durch die Torahschule war das bereits auf Jugend an und Kinder an klar. Man kannte das Wort Gottes, man kannte die Psalme. Man war klar, dieser Startvers heißt, Jesus zitiert jetzt am Kreuz den Psalm 22. Er hält seine letzte Predigt und das ist die intensivste Predigt, die es gibt. Warum? Er hängt am Kreuz und wir schauen uns jetzt mal an, was er dort zitiert in diesem Moment. Psalm 22, Vers 2. Hier ist das Zitat, mein Gott, so fängt der Psalm an, warum hast du mich verlassen? Er zitiert diesen Satz und damit den ganzen Psalm. Warum bist du so fern und hörst meine Hilfeschreie? Hast du vor deinem inneren Auge Jesus, der gerade am Kreuz hängt? David hat das hunderte Jahre vorher prophetisch aufgeschrieben und Jesus betet jetzt diesen Psalm. Jeden Tag rufe ich zu dir, mein Gott, doch du antwortest nicht. Er trägt die Sünde der Welt. Er ist wirklich getrennt. Jede Nacht schreie ich zu dir, doch ich finde keine Ruhe. Und doch bist du heilig. Was jetzt hier passiert ist, du kannst von Jesus lernen, wie man in der größten Dunkelheit betet. Israel lobt dich mit seinen Liedern. Unsere Vorfahren haben dir vertraut und du hast sie befreit. Du hast ihren Hilferufe gehört und sie gerettet. Sie haben dir vertraut und wurden nicht enttäuscht. So, das ist jetzt der Warm-up von dieser Szene. Was wir jetzt machen werden, wir werden uns diesen Psalm weiter angucken und immer die Parallelstelle Matthäus 27 angucken und schauen, was David prophezeit hat und was Jesus betet und was in dem Moment passiert. Wir fangen an, Vers 8. Psalm 22. Wer mich sieht, macht sich über mich lustig, lacht höhnisch und schüttelt den Kopf. In Matthäus 27, Vers 39 steht genau das beschrieben. Die Leute, die vorübergingen, beschimpfen und verhöhnen ihn. Das eine Mal ist ein Augenzeugenbericht, das andere ist Jesus, der das hier prophetisch betet. Vers 9. Ist das der Mensch, der sich auf den Herrn verlässt? Dann soll der Herr ihn doch retten. Wenn der Herr ihn so lieb hat, soll er ihn auch befreien. Matthäus. Er hat Gott vertraut und soll Gott zeigen, dass er zu ihm steht. Indem er ihn verschont, er hat ja behauptet, ich bin der Sohn Gottes. Psalm 22. Wie ein Rudel Hunde umkreisen mich meine Feinde und eine Rotte von Bösen treibt mich in die Enge. Sie haben mir die Hände und Füße durchbohrt. David schreibt das hunderte Jahre, bevor das Kreuz überhaupt erfunden war. Für David hat es gar keinen Sinn gemacht. Hände und Füße durchbohrt. Jesus hatte wirklich die Hände und Füße durchbohrt. Zusammen mit ihm wurden 2 Verbrecher gekreuzigt, jeder auf einer Seite. Das heißt, die Hände und Füße wurden durchbohrt. Vers 18, Psalm 22. All meine Knochen kann ich zählen. Meine Gegner sehen mich schadenfroh an. Am Kreuz hat sich wahrlich die Knochen gelöst. Und hier heißt es, dann setzten sie sich um das Kreuz und hielten Wache. Sie schauen Jesus an. Sie teilen meine Kleider unter sich, betet Jesus, und würfeln um mein Gewand. Nachdem sie am Kreuz ihn genagelt hatten, würfeln die Soldaten um seine Kleider.
Was bedeutet es, dass Gott ein paar hundert Jahre, bevor Jesus am Kreuz stirbt, das prophetisch hat aufschreiben lassen? Welche Message hat er für dich und für mich? Und für jeden, der in dem Moment offen gewesen wäre. Es ist kein Zufall, dass Jesus dort hängt. Es ist kein Unfall, dass er dort hängt. Er hängt dort nicht, weil er schwach ist, sondern weil der lebendige Gott sich entschieden hat, für dich und für mich zu sterben in diesem Moment. Alles auf sich zu nehmen, was dich jemals belastet hat oder jemals belastet wird. Die Schuld, die war, die kommt und die ist.